Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Sabine von Sabines Kartendesign und es freut mich, dass ihr vorbeischaut. Ich habe auf Instagram und Facebook auf meinem Profil euch diese Karte vorgestellt und vorgeschlagen, dass ich ein Anleitungsvideo dazu machen könnte. Es kam von euch dann die Reaktion, dass ihr das gerne hättet und somit erfülle ich euch natürlich gerne diesen Wunsch. Bei dieser Karte ist die Besonderheit, dass wenn man sie aufklappt, dass hier so ein freischwebendes Etikett ist. Das sieht man jetzt natürlich nicht, weil die Kamera von oben filmt. So ist es dann. Eine relativ einfache Sache und wie das jetzt funktioniert, möchte ich euch zeigen. Ich habe jetzt bei dieser Karte ein relativ großes Format gehabt. Das kann man jetzt ein wenig schlecht mit der Post verschicken. Persönlich überreichen ginge. Deswegen mache ich euch heute eine Karte oder machen wir zusammen eine Karte, die in Anführungszeichen wieder die normalen Maße hat. Und zwar 10,5 auf 14,5. In der PDF, die ich euch wie gewohnt auf der Homepage zur Verfügung stelle, ist es so, dass ich euch beide Maße dann drauf schaue, sowohl von der Karte wie auch von der anderen Karte. So, also ihr macht im Endeffekt euch einen Grundkarton, einen Farbkarton in den Maßen 10,5 auf 14,5. Beziehungsweise eigentlich sind es 21 auf 14,5, Entschuldigung, tut es bei 10,5 einmal in der Mitte falzen. Und dann habe ich dieses Mal das gleiche Maß genommen, also sprich wieder 21 auf 14,5, habe das gefalzt bei 4,9, bei 5 cm, also hier habe ich 4,9, dann habe ich 5 cm, dann habe ich wieder 5 cm, am Schluss wieder 4,9. Ihr könnt das auch ein bisschen schmäler machen. Dann sage ich jetzt einmal, wenn ihr das dann so reinklebt, habt ihr da ein bisschen mehr Platz. Ich habe jetzt überall geviertelt und es gibt mehrere Varianten. Ihr könnt es eben mit den, das nach hinten klappen und so reinkleben. Zeige ich euch das einmal. So. Dann geht sie, glaube ich, nicht ganz so weit auf die Karte. Lässt sich aber schön zuklappen. Alternative. So habe ich aus letztem Mal gemacht. Können Sie das auch so klappen? Dann geht sie, finde ich, ein wenig weiter auf zum Hinstellen. Also das überlasse ich euch. Das probiert sie einfach einmal aus. Wenn ihr die größere Variante habt, wie hier, und dann den Einleger, sage ich jetzt einmal, oder dieses gefaltete ein wenig schmäler macht, und das dann zum Beispiel, ich habe es jetzt hier vorne angeklebt, aber wenn ihr das nach hinten klappt, dann hättet ihr hier vorne ein bisschen einen größeren Bereich, wenn ihr was braucht, wo ihr mehr draufschreiben könnt. Also wie gesagt, die Karte an sich könnt ihr dann auch nochmal überlegen, wie ihr es am besten gestaltet. Dann klebe ich das jetzt einmal fest. Vorher habe ich mir jetzt das Designerpapier, habe ich mich heute entschieden für ganz für dieses schöne Designerpapier von ganz mein Geschmack. Habe die auch schon vorgeschnitten und klebt jetzt schon mal da hinten rein, weil wenn das dann da dran ist, tue ich mich schwer, wenn das dann da so drauf ist, tue ich mich schwer, da hinten was reinzukleben. Deswegen mache ich das jetzt vorher und hoffe, dass ich die richtige Maße mir aufgeschrieben habe, dass das dann am Schluss gut zusammenpasst. So, nehme ich wieder den Tombow. Da kann man einfach noch einmal irgendwas verschieben, wenn es nicht gleich so passt. Legt es jetzt hier genau an die Falzkante an. Wie wird aus dem Bild? Nimmt das zweite. Und vielleicht passt es ein bisschen auf, wenn ihr Designerpapier habt mit Muster, das Muster, dass ihr euch das so wieder hinlegt, dass das Muster vielleicht wieder in sich zusammenpasst. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Blumen habt, dass ihr guckt, dass ihr auf der einen Seite und dann auf der Seite, dass das vielleicht zusammenpasst. Also finde ich immer ganz schön, wenn das dann harmoniert. Jetzt bei den Steinen ist es nicht so dramatisch. Gut. Dann schauen wir mal. Schaut gut aus. Genau. Dann nehmen wir jetzt das Innenteil und machen uns das, ups, diese Seite mit Tombow. Na,
Kommt, das heißt jetzt schon noch durch, mein Lieber. Dann nehme ich das, ich lege das jetzt hier genau auf die Kante an. Genau, dass das hier, weil hier kommt sowieso das Designerpapier drüber, also macht das jetzt nichts. Gut, dann nehmen wir das Designerpapier und kleben das da drüber. Also wie gesagt, messt euch das vorher noch mal kurz ab, damit es dann optimal passt. Gut. Somit haben wir eigentlich unser Grundgerüst schon fertig. Welchen Kreis ihr da ausstanzt, in welcher Größe, das überlasse ich ganz euch. Ich habe jetzt wieder meine Lieblingsstanz oder Framlets genommen, bestickter Rahmen, wo diese, oder Stickrahmen heißen es, glaube ich, bestickter Rahmen, genommen. Die mag ich immer ganz gern und da sind die verschiedenen Größen drin. Ich habe jetzt den zweitgrößten genommen zum Ausstanzen und dann den dritten und den kleinsten genommen, für dieses freischwebende in Anführungszeichen. Hier, und habe das auch schon bestempelt. Habe ich jetzt diesmal alles schon ein bisschen vorgearbeitet und habe mir dieses Mal zu diesem Gewebeband oder für das Gewebeband entschieden. Ich finde, es passt ganz gut zu der Steinmauer. Da braucht man Glue Dots. Habe ich festgestellt, dass das wirklich sehr gut hebt. So, und zwar hänge ich das jetzt da unten rein. Ein wenig weiter rein, dann kleben wir das drüber. Das werde ich jetzt ausnahmsweise nicht mit Abstandshalter machen, damit ich noch mal das Klebeband auch fixieren kann. Da schauen, dass das schön mittig ist. Jawohl. So, jetzt habe ich das natürlich ein bisschen lang abgeschnitten, aber das macht nichts. Mal schauen. So schaut es ganz gut aus. Dann nehme ich jetzt auch wieder Glue Dots und meinen Pixernadel, die sich immer versteckt. Da. Da werde ich jetzt aber dieses Mal so rum, glaube ich, zwei hin machen bei diesem Gewebeband. Klebe ich jetzt dahin und auf die andere Seite auch noch ein. Und dann tun wir das dahin. Dann schneiden wir das da oben noch ab. Genau, und dann haben wir das schon wieder, ich glaube, so sieht man es, dann freischwebend wieder dran. Da können jetzt zum Beispiel, können Sie noch Verzierungen machen oder es können dann mehrere unterschreiben und so kann man es zuklappen. So, dann machen wir da vorne noch was. Da habe ich natürlich auch, das hätten wir vielleicht vorher machen können, bevor es jetzt so wird, innen drin so voll ist, aber das kriegt man. Machen wir natürlich auch mit Tompo drauf. So. Und dann schauen wir mal,
was wir da für einen Spruch drauf machen. So, also habe noch einen gefunden. Und zwar mache ich hier diesen drauf. Und den habe ich jetzt in Olivgrün gestempelt, weil ich hier noch von meiner letzten Karte ein bisschen Deko über habe. Und das werde ich damit reinbauen. Ich glaube, so reicht es schon. Das vielleicht noch da oben hin. Genau, also gut, zack, machen wir das so. Da nehmen wir jetzt natürlich wieder so Abstandspads, Dimensionals, 3D-Pads, wie auch immer. Die machen wir da unten hin, zack, zack. Hier haben wir das ungefähr. Gut, dann brauchen wir wieder meine Klebepunkte. Die sind noch hier. Also die sind Gold wert. Das muss ich euch wirklich sagen. Die sind für alles so toll zu verwenden. Für alles Mögliche. Und die kleben auch wirklich gut. Na, okay. Aufnehmen sollte man sich schon. Mal das wegschneiden, weil da jetzt unten genau der Abstandshalter ist, aber das macht ja nichts. Da haben wir irgendeinen übersehen, habe ich gerade festgestellt. Und den tun wir da noch rein. Und dann ist es auch durchaus männertauglich, diese Karte, finde ich. Wenn das jetzt immer so ein kleines Gefutzel wäre. So, die tun wir gleich beide drauf. Was auch ganz toll ist, mit diesen Pads, die sind ja so klein und rund, ne? Sind ganz leicht, sind sehr wenig hoch, also nicht ganz flach. Und die kannst du auch im Endeffekt nehmen und so zu kleinen, Würstle will ich jetzt nicht sagen, zu einer Rolle, jetzt fällt es mir ein, zu einer Rolle verrollen. Und dann können sie auch die wunderbar hinter eine filigrane Schrift kleben, dann können sie auch eine Schrift ganz gut damit festmachen. Genau. Nur so mal als Tipp am Rande. Gut, dann sind wir mit der Karte eigentlich schon fertig. Das heißt, ihr habt vorne ein bisschen Deko und wenn ihr aufmacht, dann dieses Freischwebende. Jetzt könnt ihr hier noch vielleicht noch was hinmachen und dann kann man da was reinschreiben sogar noch. Den mache ich doch gleich hin. Gefällt mir gleich ganz gut. Genau. Gut, und dann könnt ihr das auch in der Größe wunderbar verschicken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und über ein Abo von meinem Kanal. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und in den nächsten Tagen erscheint dann auch die PDF auf meinem Kanal bzw. auf meiner Homepage. Danke, tschüss!